Wieso sind immer alle so gemein zu mir? Es passt alles nicht so gut, finde ich. Was ist denn hier bei Bauplan? Ach, nur Weihnachtskrempel, okay. Und ich habe vergessen, wie man Sachen runterlädt für das Spiel. Das finde ich gerade voll doof. Das finde ich echt doof. Ich will noch was Schönes hinbauen, aber ich weiß gerade einfach nicht was. Ein Diebstahl wurde gemeldet. Das Opfer ist aber nicht sicher, wann es passiert ist. Eine Beschreibung des Täters wurde an den Sicherheitsdienst weitergegeben. Gast ansehen. Ist der jetzt traurig? Wo ist der jetzt? Ist der vielleicht schon gegangen? Okay. Mach hier mal ein paar Büsche hin. Neben das Feuer, damit es schön brennen kann. Oh, Lager des fahrenden Volkes. Ja, danke. Obwohl, nee, das ist so zirkusmäßig. Nee, das will ich nicht. Kaputter Köter, Köter. Ach ja, stimmt, das ist so geil. Ist das nicht cool? Das hatte ich gefunden und mir gedacht, das muss ich nehmen. Das hat irgendjemand mit so viel Liebe gebaut. Das ist einfach Hammer. Wie kommen die Leute eigentlich dahin ohne Straße, Parkplätze, Wanderwege, Magie? Was? Da saßt du gerade die ganze Zeit dran, oder? Ja, an dem Autoscooter. Die kommen dahin. Oben! Ja, ist schön, gell? Ja, diese Marktstände würden im weitesten Sinne, glaube ich, passen. Aber die muss ich hier einbauen, weil die verkaufen ja nicht mal wirklich was. So. Das finde ich ganz nett. Lange Wartezeiten, ja. Was soll ich machen? Witzbolde, echt. Hier kann ich aber was einfügen. Passt das? Ich bin so unsicher. Diebstähle erstmal ein paar Büsche zum Verstecken für die Diebe. Wo wir wieder bei Popke sind. Dazu musst du auf Steam in den Workshop auf Abonnieren klicken und dann hast du es im Spiel. Ah, okay, gut. Das mache ich aber dann später. Ich schaue mir das gerade so an, ob das zusammen. Ja, aber ich denke, das würde eigentlich auch passen. Das kann man schon machen. Dann machen wir das so. Ich dachte erst, das passt nicht so, aber wieso schwebt das? Wieso schwebt das? Seht ihr das? Das schwebt. Anheben, absenken. Nein, es funktioniert nicht damit. Wieso schwebst du denn? Schwebt das jetzt alles oder was? Nee, das schwebt nicht. Oh, was ist das? Das will ich haben. Das ist cool, das will ich haben. Kann man das auch da vorne schon hinstellen? Oh, cool, das lockt. Guck mal, das machen wir hier hin. Dann freuen die sich, die hier reinkommen, dass die hier schon vorher Unterhaltung haben. Ja, das ist cool. Was habe ich denn da jetzt in der Hand? Scheiße. Eieiei, okay. Das schaut schon cool aus. Sollen wir das hinbauen? Es passt jetzt nicht hundertprozentig, aber es könnte so ein Übergang sein, schon auch zu dem nächsten Parkteil, ne? So eine Art Eingang für. Nee, ein Eingang kann es nicht sein, weil man hinten nicht rausgehen kann. Doch, 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 da geht ein Weg einmal so rum. Das geht schon. Ja, dann machen wir das doch. Bau doch einen Bereich mit Thema Mittelalter.
Mit Mausrad und Umschalttaste. Ja, das habe ich gerade versucht. Das ging auch schon wieder nicht. Mittelalter Space Dinosaurierpark. Schaut eher nach Mittelaltermarkt, ja. Eine Burg. Ja, es fällt mir manchmal schwer, dann wirklich dem treu zu bleiben und bei einem Bereich zu bleiben. Ich würde sagen, das baue ich hier hin. Ist einfach viel zu cool. Das musste jetzt sein. Schon wieder ein Diebstahl. Spinnen die ein bisschen. So, jetzt schauen wir ganz kurz, was es hier noch gibt. Mein Klo im Winterwunderland. Nee, Winterwunderland haben wir gerade nicht. Ach ja, das ist auch so geil. Ich habe mir da schon mal so ein paar Sachen runtergeladen letztes Jahr, die ich cool fand. Ah ja, das ist der Heini. Auf die Gefahr hin, dass es gerade viel zu viel wird irgendwie. Aber das ist schon wieder so weit oben. Ich probiere es noch mal. Mausrad und Umschalt. Mit Mausrad zoome ich nur raus. Oder drauf drücken, nee. Anheben, absenken. Ja, dann baue ich das halt später, wenn ich das rausgefunden. Das fliegt auch. Aber das soll fliegen, das steht ja hier auf Steinen. Okay. Ich mache da jetzt einen Weg hin und dann schaue ich mal. Wie komme ich denn da hoch? Ist das okay, was ich da tue? Nein, absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Ich verstehe nicht so ganz, wieso sich das nicht verbindet. Das ist doch ein Weg, oder ist es kein Weg? Ist das kein Weg hier? Oh nee, das ist kein Weg. Jetzt sehe ich, das hat ja ganz fette Löcher. Schade. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, dann muss man doch da unten durch. Dann würde ich sagen, irgendwie mal so ein Stück und dann bauen wir da was rein. Und da brauche ich jetzt aber was, was wieder passt. Mit einem Dino gibt's nichts. Gut, jetzt ist es ja ein bisschen versteckt. Das würde vielleicht gehen. Ah, nee, das geht nicht. Nee. Die Schiffsschaukel wäre halt cool. Aber, oder baust du die Fläche etwas höher? Ja, ich muss mal gucken. Was? Auf einmal steht hier so viel. Ach, hallo, schön, dass einer streamt. Ich habe gerade so eine Langeweile. Hi, Jess. Auch arbeiten oder baust du die Fläche etwas höher? Schön, dass du auch noch weißt, was du da tun musst. Wer ich? Nee, ich habe frei. Fletcher, ich liebe dieses Spiel. Du musst Umschalttaste gedrückt halten und die Maus bewegen zum Absenken. Ich bin doch nicht doof. Nee, es geht nicht.
Es geht wirklich nicht. Aber das will ich da auch nicht reinhaben. Ja, Fletcher, willst du dann wieder. Bist du schon wieder da? Willst du weiterspielen? Battlegrounds. Ein Ründchen. Da passt halt auch irgendwie nichts rein, ne? Das ist voll doof. Was ist denn hier klein? Ich meine, das würde ja auch passen. Was ist denn das hier für ein komischer Tropfen? Blockiert. Ja, dann machen wir da einfach, dann jagen wir die Leute da nur rein und dann sollen sie da aufs Klo gehen oder so. Oder was essen, dann mache ich ein paar Essensboden rein, dann macht das nichts, wenn die nicht so hübsch sind. Ist auch gut. Bam, 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 bam. Läden. Ich habe auch noch ein paar, die hier eingebaut sind schon, gell? Könnte man eigentlich auch mal kurz durchgucken. Ups. Na, sowas. Jetzt geht nicht mal mehr. Jetzt ist das auf einmal auf einer anderen Taste. Ich werde wahnsinnig. Aber nur ein bisschen. Das sieht ja für süß aus. Was bist denn du? Naja, das ist eher so Western. Das ist wahrscheinlich auch eher Western. Ja. Das eigentlich eher auch. Erste Hilfe. Das ist alles so, weiß ich nicht, so Italien einfach. Szenario Italien. Das ist Western auf jeden Fall. Das habe ich schon. Piraten. Märchen. Obwohl ich sagen muss, das würde sogar gehen. Hier mit dem Kaffee, ne? I love Kaffee. Okay, und das reißen wir einfach ab. Oh nein! Okay, ich lasse es einfach stehen. Ich lasse es da einfach stehen. Ich werde abgelenkt von Lernen. Oh, ich will dich aber jetzt nicht ablenken hier. Lass ich gelten. Ich bin der Einzige hier, bei dem einem eigentlich ein Aber erwartet. Was? Bin ich der Einzige hier, der bei einem eigentlich ein Aber erwartet? Ach so. Ich glaube, ich habe nicht alles mitbekommen, deswegen weiß ich es gerade nicht, wovon ihr eigentlich redet. Aber das ist gut. Piraten erste Hilfe. Das ist zwar Piraten, aber... Ah, das passt. Das ist in Ordnung. Und erste Hilfe brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar, wenn wir vom Autoscooter rauskommen, weil der ist so gefährlich. Das ist schon... Da braucht man erste Hilfe. Piratengeldautomat. Ja, doch, Geldautomat ist auch wichtig. Den würde ich vielleicht sogar am Eingang schon hinmachen. Schon bevor sie überhaupt in den Park gehen, wenn das geht. Ah, das geht. Dass sie vorher noch Geld abheben können, ganz viel. Und das alles bei mir ausgeben müssen. Das finde ich gut. Das ist eigentlich so wilder Western. So wilder Westen. Na und? Da können überall Frösche leben, oder? Also. Okay, okay, okay. Ein Diebstahl, schon wieder. Oh Mann. Und dann haben wir hier noch so eine Getränkehütte. Nee, nicht zu der anderen Getränkehütte, das ist ein Quatsch. Ist alles ein bisschen groß. Ich stell's mal dahin. Ja, ich meine, okay, es ist jetzt eine Mischung aus Wilder Westen und, ja, eigentlich habt ihr recht.
Ich glaube, ich muss einfach jetzt eine richtige Szenerie noch bauen. Dass wir einfach jetzt hier noch weiter bauen sozusagen und dann sagen wir hier irgendwo ist Eislandschaft und das ist auch einfacher. Dann weiß ich einfach, Eis gehört zu Eis und dann machen wir Feuer. Ja, machen wir doch Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das wäre doch eigentlich auch cool. Und am Anfang ist jetzt einfach alles so ein bisschen gemischt und dann kommt halt Feuer, Wasser, Erde, Luft. Dann passt zwar abnormaler Froschpark nicht, dann müssen wir ihn umbenennen in Feuer, Wasser, Erde, Luft oder irgendwie sowas. Oder vier Jahreszeiten. Vier Jahreszeiten. oder Elementepark oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie da. Ich habe auf alles Lust. Scheiße. Feuer, Wasser, Erdogan. Habe ich das falsch verstanden? Ja. Ich baue keinen türkischen Park. Avatar-Park. Ich habe Avatar immer noch nicht gesehen. Ist eigentlich voll peinlich. Ich muss jetzt echt mal Avatar gucken. Ja, das ist auf jeden Fall Western. Das ist auf jeden Fall Piraten. Dönerbude hier, Grill da. Schande hier. Erdogan steht für Luft. Ja, Fletcher, ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch ein paar Verschönerungen und wenn du Zeit hast, könnten wir jetzt dann auch Battlegrounds weiterspielen. Ich habe mich eh gerade ein bisschen verbuddelt. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich baue jetzt einfach hier noch so ein Fahrgeschäft ein. Machen wir hier mal so eine Achterbahn noch. Aktuell. Ach so, weil ich noch nach Frosch suche, kommt nix. Alle. Uiuiui, die ist ja cool. Die würde jetzt halt voll da reinpassen, ne? Ich wollte ja eigentlich noch selber, aber die taugt mir voll. Putin, Trump, Erdogan, ein Horrorpark. Vergiss dann aber bitte Kim nicht. Ich meine aber nicht den Film, sondern die Serie. Ja, kenne ich auch nicht. Ihr seid's ja drauf. So einen Park soll ich bauen. Da will doch keiner hingehen. Euch Nordkorea. Da, wenn man einmal reingeht, kommt man nicht mehr raus. Dann, wenn man nach Amerika will, da kommt man gar nicht erst rein. Super. Okay, das ist aber cool. Das musste ich jetzt einfach so. Der passt gerade so perfekt. Die nächste Achterbahn baue ich dann aber selber. Aber die ist schon echt mit dem Drachen da drin einfach noch. Nee, das ist schon. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Drachen. Also, ich habe ja nie gesagt, dass das jetzt irgendwie voll Mittelalter ist. Ich habe gesagt, dass das einfach da ist, wo die Drachen leben, ja? Und die Drachen, die können ja auch mit den Piraten zusammen. Ich kann ja alles begründen. Ich habe mich gerade selbst unterbrochen. Wo ist der Eingang? Wo ist hier bitte der Eingang? Ein Diebstahl wurde gemeldet, schon wieder. Eingang? Ich finde den Eingang. Ach, den muss ich selber. Ach so, ich muss den noch platzieren. Ach, da ist das eingebaut. Oh Gott. Das hat ja auch was leicht Chinesisches an sich. Geht es nur auf die Seite? Okay. Ja, gut, dann mache ich halt hier den Eingang und. Ach so, und hier ist der Ausgang.
Okay. Ja, gut, wird schon irgendwie schief gehen. Oder geht's hier runter? Ich erkenne da ja gar nichts. Erkennt ihr da was? Das ist ja. Moment. Nochmal zurück. Titel der Halle: Gefallene Sterne. Können wir gleich eine Ruhmeshalle machen mit Honecker, Hitler und Stalin? Fehlt nur noch die Mauer. Aber alle müssen hin, wenn du sie einsperrst. Das ist ja der Sinn. Ihr habt Ideen. Ja, schon lustig. Geht das? Nee, das sieht auch blöd aus, weil dann laufen die Leute da irgendwie durch die Mauer durch. Oh nein, ich habe eine Mauer gebaut. Nee, das ist Kacke. Das ist einfach Kacke, ne? Ja. Ja, sag mal, wie hat sich denn der das da verbrochen hat, gedacht mit dem Weg? Das geht halt einfach nicht. Oder meinte der so unten durch? So hat er sich das wahrscheinlich gedacht, okay. Guck mal, die Schatzkiste, die fliegt in der Luft. Geil. Okay, wieso kann ich denn nicht rechts rüber? Oh Gott, das ist totales Desaster hier. Das kommt davon, wenn man was Vorgefertigtes nimmt, ich sag's euch. So, jetzt habe ich es geschafft. Ewig lange Warteschlange. Zerstörungsakt. Oh Gott, ein Mutwilliger. Ich kann jetzt aber nicht. Ich muss mich hier um meine Wege kümmern. Alle Wege führen nach Drachenland. Frosch. Froschdrachenland. Da geht doch nie jemand hin. Das ist ja total das Chaos. Okay, und wo ist der Ausgang? Ja, der ist besser. Ich hab's halt jetzt genau falsch rum gemacht, aber scheiß drauf. Scheiß drauf, ist mir jetzt egal. Ist auch ein bisschen hoch. Es gehört so. fehlt noch die Mauer, genau. Titel der Halle. Also ich bin bereit, wenn die Zuschauer auch Lust auf Pupke haben. Wer hat das nicht? Okay. Spielen wir gleich Pupke. Machen wir noch eine Testfahrt hier. Sehr hübsch. Ich will jetzt aber auch noch in echt mit der Bahn fahren. Also in echt im Spiel. Kann nicht geöffnet werden, da das Fahrgeschäft noch nicht getestet wurde. Ach so. Jetzt aber, oder? Jetzt. So. Finde ich aber schon ganz cool. Ja, da können wir ja dann auch demnächst weiterbauen. Jetzt will ich auch noch selbst damit fahren. Hui, jetzt sitzen wir drin. Das Fahrgeschäft gar keine Musik? Ich will hier sitzen, das finde ich ganz gut. Zug. Nee, das ist schon der nächste, der fährt hier. Oh, jetzt bin ich aus Versehen rausgekommen. Losfahren! Mensch! Scheiß drauf, Shiva ist nur einmal im Jahr. Ja, vor allem könnte man das echt meinen, weil ich so
spontan immer streame und dann kriegt es immer keiner mit. Und das tut mir auch so leid, aber irgendwie ist das so. Aber es ist schön. Das ist halt wirklich so, dass ich halt denke, ich habe gar keine Zeit und dann habe ich auf einmal welche. Da ist ja Zeit. Wo kommt die denn her? Kann ich ja streamen. Ist halt ein bisschen doof, aber weiß nicht, vielleicht doch besser als gar nicht. Ja. Ja, die Bahn ist doch süß. Bisschen langweilig vielleicht, aber da fällt Konfetti am Ende runter. Das ist gut. Gut. Ich würde sagen, wir speichern mal. Abnormaler Froschpark. Mal gucken, was wir aus dem noch machen. Vielleicht ändern wir den echt noch um in irgendwelche Nordkoreaner. Nein. Nee, wirklich so vielleicht in so ein bisschen verschiedene Themes noch. Ja, aber vielleicht machen wir auch wirklich irgendwie Piraten und also so das Tropische mit Piraten. Dann vielleicht so ein bisschen so ein Weihnachtspark mit Schnee und so auf der anderen Seite. Und keine Ahnung, aber in der Mitte ist halt alles so mit Drachen. Und da kann halt alles Mögliche mit Burg und Gedöns. So ein bisschen eine Mischung halt, wie ich es jetzt schon gemacht habe. Genau. Okay, gut, dann spiele ich im Stream jetzt das nächste Spiel, Battlegrounds. Und ja, wir spielen demnächst dann sicher auch weiter in dem Park hier. Oh Gott, im Park wurden viele Objekte mutwillig zerstört. Parkbewertung senkt. Du sollst einen Techniker einstellen, die Sicherheit verbessern und die... Okay, das machen wir alles nächstes Mal. Ich hoffe, ich denke dran. Und an der Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!